besiegt. Vermeiden wir irgendwas? Besiegt euch hier alle. Aha. Todeskiste. Tracht ist doch bestimmt was wert. Beim Verkaufen. So, wo geht's jetzt hin lang? Wahrscheinlich dort. Offensichtlich nicht. Ach, hier wimmelt noch einer rum oder was? Wenn ich jetzt mal besiegen muss, ist ja fantastisch. Ich pack noch einen am Stein von. Ist ja großartig. Ich kann nicht weiter, bevor ich den nicht besiegt habe, oder was? Na, fantastisch. So, hier irgendwo sein. Ist ja großartig. Was machen wir denn nun? Ach, endlich. Das war Verbotenschwinge. Die Tierwesen sind jetzt sicherer. So, dürfen wir jetzt. Erreicht den Berggipfel. Berggipfel versteht's uns. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit.
Der lässt sich ganz uneingefangen. Bringen wir dich zum Raum zurück. Leek wird sich freuen. Auferstanden aus der Asche. Na, fantastisch. Ein Phönix. Das ist ja ein großes Highlight. Jetzt muss man noch unten den zweiten Phönix kriegen. Oder vermehren die sich von selbst. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh je. Wo rutscht man denn hier hinein? Och nö! Ja, genau so. Mit einem Spiel, das Tiraden sind wir. Kreuzspinne. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja. Sich ganz genau so. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, die einzufangen. Aber will schon Spinnen bei sich. Ich bestimmt nicht. Ich bin um dich nicht gut. So, auf nach rückwärts. Hier haben wir ja jetzt erstmal diese Marke. Ne, wir markieren erstmal nicht, dass wir zur Höhle immer zurück müssen. Erstmal hier die Wegpunkt markieren, dass wir da schnell reisen können. Können wir auch gleich bei der Gelegenheit mal machen, wir lieber erstmal noch die andere Quest. Wer hier wohl gelebt hat? Und dann kehren wir noch kurz Stieg zurück. Triff einen Dieb und du wirst ein Dieb. Aha. Die Brücke hier ist der Wegpunkt. Einmal landen, bitte. Mhm. Yeah.
So, wo haben wir denn hier die Kloflamme? Da unten ist er. Wenn der Krieg vorbei ist, werden endlich wir Kobolde her. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Kloch haben wir entdeckt. Hier können wir noch ein paar Kobolde bekämpfen. Damit kommst du nicht davon. Ich werde deinen Tod rächen. Verdammt. So, wo ist die Flugquest? Dann geht's mit der Hauptquest weiter. Machen wir schön im Stream. Ich glaube, die machen wir auch im Stream am Montag, wenn's. Ich hoffe, ich kann das bis dahin aufheben. Ich mal Fluglinie zur Flugherausforderung. Die ist hier ganz hinten. Oh je. Weiß nicht, ob wir da jetzt hinkommen. Und wenn wir schon mal da sind, wäre es sinnvoll, die Quests, die wir hier haben, gleich auch mal mitzunehmen. Das ein bisschen weniger hin und her wird. Ja, die Hauptquest werden wir ein bisschen aufschieben, aber wenn wir hier eine Nebenquest haben, die wir machen können, nehme ich. Auch wenn hier noch ein bisschen doller rücklich an manchen Stellen, ist der Besen immer noch die schnellste Möglichkeit hinzukommen. Könnte man ein bisschen beschleunigt. Jetzt fliegen wir schon hinaus aufs Meer. So weit sind wir schon gekommen. Sind wir ganz abseits von Hogwarts. Schilder und Lauf abwägen. Hier muss es sein. Ein interessanter Ort, zwar für ein Besenturnier von einer anderen Schülerin, wenn ich das richtig habe. Doch, nö. Schwachsinn. Aber bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich umgehe mal die Bilder. Die Strecke sieht recht leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hufflepuff, hier drüben! Was treibst du hier draußen? Hallo nochmal, Imelda. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler.
Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unsere neue Fünftklässlerin ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also, danke. Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Ach, Blödsinn. Wir sehen ja gleich, wie ich mich mache. Ich bin bereit. Gleich verlierst du, Hufflepuff. Werden wir sehen, Slughorn. Bloß nicht stehen bleiben. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Na gut, klar, wären jetzt natürlich schon kontraproduktiv. Ich gebe mein Bestes. Super! Oh oh. Was ist denn das hier? Das konnte ich ja nicht. Wird doch jetzt hier nicht aufgrund der Ingame-Ruckler verlieren. Na, sag mal. Na komm, Spiel. Das kann ich besser. Na, sag mal. Was? Das ist aber jetzt nicht meine Schuld. Die Steuerung. Das Spiel. Ich bezweifle auch, dass wir es beim ersten Mal schon schaffen. Ich das Spiel bei der zweiten, beim zweiten Versuch her an ein. Ne, das schaffen wir nicht. Wir sind jetzt erst beim 16. und 17. Wollen aber Haus hoch verlieren. Das ist ein bisschen so ein Gewinnspiel. Das läuft aber gut. Glücksspiel, ob man das hier schafft. Das läuft überhaupt nicht gut. Das Gegenteil ist der Fall. Ist jetzt schon über der Zeit. Deutlich drüber. Dann fliegen sie mal zu Ende. Wow. Wo fliegen wir denn hin? Das war nicht allzu schwer. Doch was. Heul die Waldfee. Das ist natürlich eine Erschwernis. Hey, ja. Also wir haben... fast eine Minute drüber. So war das nicht geplant. Satz mit X. Das machen wir ja wohl nochmal. Das ist wieder wohl schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern.
Im Melder Kampf gegen Reyes, Computer. Berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen, nein. Nur plaudern unter Freunden, das ist alles. Also noch ein Versuch? Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Na komm. Ich jetzt wohl die Strecke kennt. Warum bleibst du stehen? Am Anfang. Nur weniger Turbo als konnte durch die Reifen. Immer mehr wert, wenn man die Reifen auch halbwegs trifft. Und man ein bisschen langsamer. Dafür Reifen getroffen. Als schnell und nicht getroffen. Vielleicht langsamer sollte man auch nicht machen, aber. Na komm. Ude. Der war hart. Das läuft doch schon mal besser. Das war nicht allzu schwer. Jetzt starren wir sie noch. Bin ich kein Fan von diesen gelben Dingern. Diese Beschleunigung, aber da gerät man auch ein bisschen aus der Kontrolle. Ganz aufs Rennen konzentrieren, nicht auf die Zeit. Was wird. Wahrscheinlich nicht, aber den Versuch war es wert. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Wahrscheinlich trotzdem noch außerhalb der Zeit. Oh je. Strafminute, okay, wir sind raus. In der Strafsekunde sind wir raus. Verloren. Wir sind außerhalb der Zeit. Ja. Na komm. Drei Sekunden Strafzeit. Ein drittes Mal versuche ich es jetzt noch und dann. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen, nein. Nur plaudern unter Freunden, das ist alles. Also noch ein Versuch? Auf geht's. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. Na gut, die sind drei. Erste Runde ist Strecke ausgucken, zweite Runde ist. Bester Versuch. Zweite Runde ist Finale. Und dritte Runde ist Finale. Jetzt mal Konzentration. Oh, das war scheiße. Na komm, jetzt müssen wir aufholen.
Na komm. Oh nö. Okay, haben wir den getroffen? Wir haben nicht zwei Runden verfehlt. Zwei Ringe. Ich hoffe, der zählt noch irgendwie. Jetzt müssen wir auch ein bisschen auf die grünen Ringe setzen. Na, das war knapp. Lass ihn mal durchgehen. Also ein bisschen mit dem vierten Versuch könnten wir es noch verfeinern. Ich weiß nicht. Sollen wir? Würde man sagen, einen mache ich noch. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Und jetzt schlechter wird's, dann... Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? Ich glaube nicht, oder? So würde ich es nicht nennen. Nein, jetzt nur wirklich. Plaudern unter Freunden. Das ist alles. Ja, bla, also, bla, bla. Noch ein Versuch? Let's go. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Natürlich. Ab mit dir. So, auf geht's. Gut, den Punkt übersprungen, an dem wir stehen geblieben sind. Ich kann es mir nicht leisten, hier einen auszulassen. Und runter. Die Kurven sind schon manchmal extrem. Concentration by the game.
Du Kacke. Na komm. Och nö, Mann. Nein. Es war so gut. Die letzten Metern. Ja, ich versuche das nochmal in einem anderen Part, in einem anderen Stream irgendwann nochmal. Ein bisschen Übung. Machen wir das irgendwann dicht dran. Muss jetzt nicht unbedingt gleich nochmal sein. Schon gut, damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Eines Tages. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen, nein. Nur plaudern unter Freunden, das ist alles. Also noch ein Versuch? Später. Später, mein Lieber. Ich brauche jetzt eine Pause. Vielleicht später. Klar, bei diesem Rennen geht es um Reaktionsschnelle und Konzentration. Hier ist Eile fehl am Platz. Okay, dann würde ich mal sagen, auf nach Hogwarts. Um die Quest abzugeben. Den Phönix in der Runde der Wünsche zu sperren. Dafür werde ich mal eben Schnellreise benutzen.